Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns original im Bosskampf gegen die Aristokraten. Und sie haben hier unten in den Höhlen eine Gladiatorenarena und kämpfen fair. Das ist mal was, richtig? Richtig? Ach Gott, wieso mache ich mich denn nass, ey? Das klingt falsch, Alter. Aber richtig falsch. Bloß britzelig. Oh Gott. So schnetzeln wir. Der da. Ja, er wird sogar von seinem Kumpel zerbritzelt. Das nenne ich mal geil. Oh Gott. So. Er wird mit einem Stein. Oh Gott. Ein Stein. Nein, nicht heilen. Heilen ist verboten. Heilen ist verboten. Du da oben. Oh Gott, jetzt wurde ich. Nicht freiwillig, also unfreiwillig von da weggehalten. Und jetzt britzel ich! Ja! Er hat sogar wieder volles Leben, ach du Scheiße. So. Oh Gott, ich brenne ja. So, jetzt stehen sie schön auf einem Haufen, ich kann wieder britzeln. Ja! So, nur noch einmal, dann ist der eine tot. Okay, er ist schon tot. So, komm, der kriegt jetzt und stirbt! Ja! Jetzt kann ich den einfach mit Feuerbällen und so ausschalten. Ach Gott, ey, ich bin doch blöd. Aber der wird mit einem Stein. Er wird mit einem Stein. So, zack, einmal schön. Oh Gott, wieso macht denn meine Maus schon wieder nicht das, was sie soll? So. Boom, wir werden mit einem schönen Feuerball begrüßt. Diese Kapuzenträger, sie erinnern mich irgendwie an mich. Und wenn man online spielt, hat man ja auch so eine Gruppe in verschiedenen Farben. Und der rote könnte ich sein. Lustig. Eigentlich sehr lustig. Hier habe ich gerade keinen Bock auf eine Zeitzerrung, weil die würde nur nerven. Bin ich nass oder denke ich mir das gerade nur? Ich denke es mir nur. Oh Gott, ey. Ich denke mich, wieso zum Döner feuert man einen Wasserball? Er bringt doch nichts. Ja, der feuert schon wieder ein. Ich brenne. So, sie haben sich gerade alle geheilt. Oh Gott, nein, ich bin doch so blöd. Wieso war ich denn jetzt schon wieder wässrig? Das gibt's doch gar nicht. Ey, jetzt kann ich noch nicht an meinen Dings wirken, oder? Doch, kann ich. So, deine blöden Freunde haben dich alleine gelassen. Wir sterben. Och man, ich bin doch so blöd. Ich kann die mit einem fetten Stein einfach töten. Das macht das Ganze erheblich einfacher. Vielleicht schaffe ich es dann jetzt auch sogar. So, geht drauf. Diese großen Steine sind übrigens mega hier gerade. Der eine ist ja schon tot hier. So, und jetzt noch dicht hier. Das ist auch nicht schwer. Okay, das jetzt geht's einfach. Und das sind die nächsten. Und sie machen Voodoo und so ein Scheiß. So, der einen haben wir schon. Ich brenne. Nee, ich war wässrig. Wässrig? Buttrig. So, da haben wir noch einen. Nicht mehr. Ich glaube, das war's mit denen. So, und der nächste. Idioten. Idioten muss ich denn alles selber machen. Euer oben sind feinste Beute. Oh Gott, ey. Ich hoffe mal, ich hatte jetzt überhaupt einen Kontrollpunkt oder sowas. Aber den kann ich wahrscheinlich nicht einfach so besiegen. Wie die anderen. Das wäre nämlich ein bisschen zu einfach. Ach, er schafft da die anderen Typen aus seinem Leben. Das kann natürlich sein. Oh Gott. Oh Gott. Wieso verlangsamt er mich denn, der Dödel? Obwohl, das ist gar keine so blöde Idee. So, zack. Zumindest für die, aber wir sterben ja eigentlich auch schnell, zumindest die hier. Oh Gott, ey.
Eigentlich muss ich den da auf jeden Fall anzünden, wenn das geht. Und solange das geht, ist es gut. So, brenne, du Anus. Brennt er? Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht, dass er brennt. Und kriege ich gleich irgendwas ganz Wieses ab. Wieso werden die, wieso kriegen die denn wieder mehr Leben, ey? Ach so, die heilen sich einfach. Oh Gott. Ah Gott, ey. Und wieso werden das wieder immer mehr, ey? Und wo ist deren Master? Da ist deren Master. Und er britzelt natürlich noch seine Freunde erstmal mit. Ey Gott, ey. Das ist doch nicht lustig. Gott, ey, wieso kann ich mich denn nicht vernünftig heilen? Oh, Junge, wie ich mich anpisst, ey, dass sie mich einfach die ganze Zeit so anushaft treffen, ey. Zumindest verliert deren Boss ein bisschen an Leben. Wenn der erstmal tot ist, kann er keine neuen beschwören, glaube ich. Wenn er die überhaupt beschwört hat. Aber ich gehe davon aus, weil sonst nicht mal mehr kommen würden. Weil die Tribüne habe ich ja leer getötet. So, jetzt sieht es so aus, als ob er bald weg ist. Warum? Wohl eher Aristocats. Oh Gott. Mach diese blöde Phönixbeschwörung weg, ey. Was haben wir denn hier alle so rumliegen? Den Frostschnee da. Hier haben wir den Aristostab. Was macht der denn? Der Goblin Lord hielt dieses Relikt so manches Jahr in seinem Besitz, bis es seinem Griff entglitt. Seinen kalten, toten Griff. Passive Fähigkeit, Resistenz gegen die Elemente. Okay, der Regen gegen alle. Das klingt irgendwie fies. Aktive Fähigkeit, Teleportier. Lol. Man kann mich einfach teleportieren, das ist ja geil. Aber nicht so oft. Jetzt habe ich dieses Dings unter mir. Okay. Level geschafft. Als die Zauberer aus den Minen empordrangen, nachdem sie die Goblin-Population ausgelöscht hatten, setzten sie sich ein neues Ziel, den Grafen zu finden, der sie zu Fafnir bringen sollte. Nebel stieg aus dem fauligen Wasser auf. Der Duft des Todes ließ sie im Innersten erbeben. Ohne die beruhigende Anwesenheit von Vlad waren sie ganz allein und hatten Angst. Chuck Norris kommt in dem Spiel nicht vor. Verdammt, ich hätte es noch lesen können. Aber wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr es ja tun. So, und jetzt haben wir, ja, ich denke, einen Kontrollpunkt erreicht. Weil wir haben das Level geschafft und es ist ein neues Level. Da gibt es immer einen. Und deswegen würde ich mal sagen, 9 Minuten für ein Part, das geht. Ist ja nur 1 Minute. Wie denke, weniger, meine Fresse, weniger. Mein Gott, ich bin so blöd zum Reden. So. Also, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir diesen blöden Sumpf auch durchqueren, um den Fürsten, Grafen zu finden. Und bis dahin, haut rein und wir sehen uns. Tschüss.